Hallo liebe Krone TV Zuschauer, mein Name ist Kai Nussbaum, besser bekannt auf YouTube mit dem Namen German Truck Driver. Und ich bin hier heute bei Krone und treffe das Gesicht hinter Krone TV, den Harald. Und wir haben unser beider Communities Fragen gestellt, über uns gegenseitig, quasi Krone TV Zuschauer über mich und auf meinem Kanal über Krone. Und diese Fragen werden wir uns jetzt gegenseitig stellen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ich sehe jetzt den Harald. Viel Spaß. Hallo Harald. Guten Morgen Kai, schön, dass du da bist. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht, die ich auf Instagram und Facebook meiner Community gestellt habe. Ja. Und die würde ich dir jetzt gerne stellen. Lass hören. Gut, meine erste Frage wäre die Idee Krone TV. Wie kam das zustande? Die Idee Krone TV. Kai, du bist der German Truck Driver. Du bist Fahrer. Und wir haben den Fahrer ganz klar identifiziert als das wichtigste Bindeglied zwischen dem Truck, also der Zugmaschine, und unserem Auflieger. Ja. Und die Jungs machen einen Top-Job. Der ist nicht immer zum Kaputtlachen. Und unsere Idee war eben, wir versorgen sie mit informativen Dingen, vielleicht auch mit unterhaltsamen Dingen. Immer nur kurz und knackig. Aber eben, dass man diesen Leuten, die die ganze Chose in Bewegung halten, sowas wie Wertschätzung entgegenbringt. Und Interesse. Und natürlich größtes Interesse. Kai, jetzt habe ich dir schon mein halbes Leben erzählt. Und du weißt jetzt, wie Krone TV entstanden ist und wie das Leben so spült. Ne? Auch unsere Community ist wirklich neugierig. Wie bist du auf die Idee German Truck Driver gekommen? Die Idee des YouTube-Kanals war gar nicht geboren, sondern ich wollte Kleidung für Fahrer herstellen und Fahrerinnen, um so einen kleinen Wiedererkennungswert irgendwo zu schaffen. Gibt ja für sämtliche Sportarten auch so Marken. Und es kam damals eine Bestellung auf den Samstag rein und ich war sehr euphorisch und habe gedacht, ich schnell noch ausliefern und bin zu einer Postfiliale gefahren, zu einer anderen, weil die eigentliche geschlossen hatte, wo ich immer verschickt hatte, und habe in Plastikfolie verschickt. Und das ist wohl verboten für den Endverbraucher sozusagen. Aha. Und da gibt es halt Strafgebühren drauf, weil man soll mit Kartonagen verschicken. Und ich fand das halt sehr ungerecht, weil es sonst immer ging und dann auf einmal nicht. Und dann bin ich in einen TV- und HiFi-Laden gefahren und habe mir eine Kamera geholt und habe dann auf YouTube ein sehr emotionales Video hochgeladen, dass ich das sehr ungerecht finde, dass der kleine Mann das wieder nicht darf, aber die großen Konzerne. Ja, verstehe. Und hatte dann YouTube auch nicht mehr so auf dem Schirm und irgendwann kam dann halt so eine Reaction von YouTube: Hey, wir haben ein Guthaben auf dein Konto, weil da Werbeeinnahmen generiert wurden. Wir können dir das aber nicht auszahlen, weil du gar kein Konto hinterlegt hast, weil ich davon gar keine Ahnung hatte. Und dann habe ich die ganzen Kommentare von den Leuten gelesen, die ich gar nicht kannte, weil das für mich alles neu war. Klasse. Und die haben halt gesagt, mach doch mal mehr Videos, das war total geil. So, das Video gibt es da nicht mehr. Ich habe es damals gelöscht, weil ich komplett erschrocken war von den Reaktionen von den Leuten. Ja, und dann durch die Kommentare, mach mal Videos, habe ich dann angefangen, Videos zu machen. Und dann war vor 5 Jahren. Großartige Idee, Kai. Ich gratuliere. Danke. Gegenfrage, wie Krone konstruktiv Pkw-Insassen beim Auffahrunfall schützt? Ja. Kai, hier ist das Stichwort hinterer Unterfahrschutz. Okay. Letztendlich nur eine Stahlbarriere, die dafür sorgt, dass der Pkw eben nicht unter den Auflieger rutschen kann. Denn das wäre die fatale Situation. Und da gibt es ab September 2021 sogar noch eine Verschärfung der Forderung vom Gesetzgeber, dahingehend, dass der Abstand zur Straße nochmal um 100 mm reduziert wird auf 450 mm, von heute 550 mm. Und wir haben auch nochmal die Prüfkräfte quasi verdoppeln müssen, mit denen wir solche Bauteile testen, kommen jetzt aber langsam so in einen Bereich, wo wir sagen müssen, hey, ich brauche auch noch ein bisschen Verformungsenergie bei meinem Bauteil, damit dieses kinetische Energie umwandeln kann, eben in Verformungsenergie und ebenso auch schützt. Okay, verstehe. Danke. Gerne. Okay, Kai. Ich bin am Zug. In unserer Community liest man hier und da, sag mal, müssen wir jetzt befürchten, dass uns der Kai abwandert in die Partyszene von Mallorca. Die sprechen natürlich auf dein sehr erfolgreiches Lied an. Mich würde interessieren, Kai, wie ist dieser Scania-Song entstanden? Ja, also das kann ich dir ganz einfach erzählen. Und zwar, mein Management kommt aus der Musikbranche und zwar aus der Schlagerpop-Szene. Ja. Ja. Und irgendwann sind sie an mich herangetreten. Es war nicht jetzt von vornherein geplant, sondern irgendwann sagt, willst du nicht auch mal ein Lied machen? Wir haben gerade Budget. Und er hat gesagt, ich ein Lied singen, ich kann nicht singen, ja, so. Und
dann ging es um das Genre und die sind halt in dem Bereich. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann schreiben wir irgendwie einen Song und der soll aber auch partymäßig sein. Das war halt so mein Wunsch. Und dann kam es zu dem Song und ich habe den Platten im Tonstudio eingesungen und er hörte sich irgendwie, es war ein Ohrwurm. Und ich habe gesagt, ach komm, dann mache ich das. Warum soll man nicht einfach mal Spaß an den Sachen haben, die man macht? Einfach mutig sein. Und absolut. Viele Sänger, die zum Beispiel aus der Szene, aus der Genre Country zum Beispiel, die gibt es leider nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, hey, dann mache ich ein bisschen modernere Musik, die auch was mit der Szene zu tun hat. Mhm. Ja, so einfach mal mutig. Und natürlich kam die eine oder andere kritische Stimme, auch bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken. Jetzt setzt er den Ganzen die Krone auf, deswegen wahrscheinlich auch hier. Klar, Musik ist eine Geschmackssache, nicht jeder mag das, es ist einfach eine Geschmackssache, aber die Mehrheit hat es wirklich gefeiert. Ich habe gute Aufrufzahlen bei Spotify, bei Deezer sind wir in den Charts auf Platz 5 eingestiegen und bei YouTube hat das Musikvideo auch über 100.000 Aufrufe, also so ganz schlecht kann es ja nicht gewesen sein. Kai, großartig, du gehst auch singend durch die Decke. Vielen herzlichen Dank. Kai, was ist so der tägliche Wahnsinn im Fahrerleben? Welche Herausforderungen musst du da meistern? Das ist erstmal eine super Frage, die ich auch gerne beantworte, weil ich mich gerne in der Öffentlichkeit immer gerne für die Fahrer stellvertretend repräsentiere und die Probleme dann halt anspreche. Es ist de facto so, dass viele Probleme einfach nicht gelöst werden, schon seit Jahrzehnten Parkplatzmangel. Ja? Yep. Es ist meines Erachtens eine sehr große Belastung, wenn ein LKW-Fahrer den schmalen Grat zwischen Termineinhaltung, dem Disponenten gerecht werden und versuchen, rechtzeitig einen Parkplatz anzufahren. Das ist eine enorme Stressbelastung. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Verkehrsdichte ist mittlerweile so hoch, gerade in Ballungsgebieten, dass es wirklich an den Nerven zerrt. Ich kenne Kollegen, die haben den Burnout erlebt und fahren nicht mehr, weil sie sonst hinterm Steuer wirklich ausgerastet werden. Also sie haben einen Nervenzusammenbruch bekommen. Es ist so breit gefächert, diese Branche, dass es gibt sehr, sehr viele Probleme. Ja? Vom Gehalt, von den Spesensätzen, die noch mehr angehoben werden müssten. Ja. Aber so Parkplatzmangel und ich sag mal, so das Image müsste öffentlich ein bisschen mehr gepusht werden, dass da nicht die hohle Frucht hinterm Steuer sitzt, ja, sondern dass das Menschen sind, die auch qualifiziert sind in ihrem Beruf. Das ist ja so. Dass wir eine Wertschätzung einfach mal erhalten, ja, in der Transportbranche. Und das ist in Deutschland Paradebeispiel halt nicht vorhanden. Und das ist halt sehr traurig. Und das ist eine so der Belastungen, die so Fahrer halt im Allgemeinen so haben. Aber Kai, ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese schwierige Zeit, die wir gerade zu meistern haben, möglicherweise dazu führt, dass gerade diese, ich sag mal, bis dato nicht so sehr im Fokus stehenden Leute wie Krankenschwester, Pfleger, Fahrer und Fahrerinnen eben diese Wertschätzung bekommen, die ihnen auch zusteht. Wertschätzung, Aufmerksamkeit und vielleicht auch mehr Pulver. Durchaus würde ich mir auch wünschen. Und den zweiten Teil dieses Interviews findest du auf meinem YouTube-Kanal, German Truck Driver.